Das ist Urs, Urs Kaliczynski, der mit seiner äußerst gestörten Form bereits mit nur 23 Jahren den vierten Platz der Olympia geholt hat. Und das bin ich. Ich werde heute versuchen, einen ganzen Tag lang zu essen wie er. Urs beginnt ja seinen Tag immer, Freunde, mit einem Apfel-Essig-Shot. Nicht mit einem Apfel-Shot, das gibt's nicht. Apfel-Essig-Shot. Dementsprechend. So, geben wir das mal da drauf. Geruchstest. Bäh. Okay, es geht. Aber das gehört zu seiner Morgenroutine. Halber Liter Wasser, wie gesagt, davor einen Esslöffel Apfelessig. Auf jeden Fall, jetzt müssen wir erstmal einkaufen gehen, weil wir euch vielleicht... Boah, es kriegt schon wieder, es gibt es nicht. Ich habe jetzt nicht unbedingt alles im Kühlschrank, was Urs hat, beziehungsweise alle Utensilien, die wir brauchen. Deswegen sehen wir uns jetzt beim Einkaufen wieder. Wenn du neu bist auf dem Kanal, würde es mich mega, mega freuen, wenn du mir ein Abo da lassen könntest. Würde mich supporten auf meiner Reise, sage ich jetzt mal, auf meiner YouTube-Reise. Ich versuche mir da derzeit sehr Mühe zu geben, meine Videos immer besser zu machen. Immer, sage ich jetzt mal, coole neue Sachen zu drehen. Deswegen würde es mich mega, mega freuen, wenn du es supporten könntest. Weil ich habe auch, Freunde, bei 100.000 Abonnenten was richtig Cooles geplant, Freunde. Vertraut mir da. Deswegen lasst uns die so schnell es geht einfach crushen. Das gönnt sich zwar Urs nicht, Freunde, aber die 2-für-2-Aktion muss ausgenutzt werden. Deswegen gönne ich mir ja nochmal 4 Monsters mit. Es ist eine Sucht, Freunde, es ist eine Sucht. Eine Sache fehlt uns noch. So Reispudding-mäßiges, Freunde, fehlt uns. So, Reispudding, sowas in der Art gibt es jetzt leider nicht genau. Aber wir nehmen das, was dem am ehesten ähnelt, sage ich jetzt mal. Und da nehmen wir einfach so einen Milchbrei. Ist einfach, glaube ich, was wirklich ähnliches, auch leicht verdaulich. Kohlenhydrate auch eigentlich schön. Wenig Fett, beziehungsweise ja, bisschen Fett, aber scheiß drauf, Freunde. Das sage ich jetzt mal statt dem Rice Pudding, Freunde. Ihr verzeiht mir das, das weiß ich doch da draußen. Aber ja, das ist jetzt das Letzte, was uns gefehlt haben. Und jetzt sehen wir uns bei der ersten Mahlzeit wieder. Okay, ihr habt gesehen, Leute, das Porridge wird im altbekannten Topf gemacht. Habe ich damals auch immer gemacht. Urs macht das Ganze immer, ich glaube, aus dem Topf von seiner Freundin, von der die Oma. Von der haben die irgendwie so einen Topf oder so bekommen. Wenn mich nicht alles täuscht, Freunde, ich weiß es nicht genau. Ich habe mir das nur so, halt das nur so slightly noch im Hinterkopf. Auf jeden Fall, was er macht, ist ein Stückchen Ingwer auch essen und das werden wir jetzt tun. Ich weiß nur, ich habe schon öfters Ingwer gegessen, aber jetzt schon wirklich sehr, sehr lange nicht. Ich weiß nur, dass es extrem scharf ist und ja, wir haben hier ein fettes Stück. Also, Test, Test. Mhm. Oh, boah. Oh, boah. Boah, mir brennt die Goschen weg. Boah, ich komme ins Schwitzen, Leute. Ah, es war keine gute Idee, so viel zu nehmen. Ah, okay. Runterfahren, weiter kochen. Boah, ich freue mich aufs Porridge. Okay, Freunde, das erste Meal hätten wir angerichtet. Ich werde jetzt nochmal im Schnelldurchlauf durchgehen, was das ist, Freunde. Wir haben einmal 50 Gramm Haferflocken und 50 Gramm Dinkelflocken einfach aufgekocht mit Wasser, Freunde, im Topf. Dann haben wir 60 Gramm Eiweißpulver dazugegeben. Ich verwende in dem Fall No Way Banana Bread, Freunde. Link dazu in der Videobeschreibung, gibt es Bescheid mit Code Manuel, spart ihr maximal. Oben drauf dann noch 10 Gramm Mandelmus und jetzt zu guter Letzt, das liebt nämlich Urs und zwar ich auch, Freunde, Zimt. Schön viel nehmen. Ich habe jetzt auch herausgefunden, wofür das gut ist und zwar verbessert, verschnellert, wie auch immer, dass die Kohlenhydrataufnahme. Also auch wieder was dazugelernt. Ich hoffe, ihr auch, Freunde. So sieht jetzt das Meal aus, was wir genießen werden. Also holy shit.
Dieser Zimtteppich oben drauf macht das Ganze so geil. Also das Meal ist definitiv eine glatte 9 von 10, würde ich sagen. Ja. Boah, darauf habe ich jetzt Bock. Bam, Alter, geil, Brownies. Lasst es mich erklären. Was gibt es? Brownies. Und zwar, ja, Schoko-Brownies. Urs, seine nette Freundin, hat nämlich, glaube ich, so Brownies gebacken gehabt. Aber auf jeden Fall, Freunde, als kleinen Snack, bevor es jetzt gleich die Pre-Workout-Mahlzeit gibt, hat er sich Brownies reingezogen. Selbstgemachte zwar, ich habe jetzt keine selbstgemachten, Freunde, aber Hauptsache Brownies. Boah. Auch wenn sie nicht selbstgemacht sind, Freunde, die können was. Freunde, die Pre-Workout-Mahlzeit wäre angerichtet. Wir haben hier einmal so eine selbstgemachte Protein-Creme, sage ich jetzt mal. Ich habe da einfach Eiweißpulver genommen. Ich habe ein bisschen zu viel Wasser erwischt, muss ich ehrlich sagen. Normal nur ganz, ganz wenig Wasser rein und dann wird das so eine cremige, schöne Protein-Creme. Und dazu so ein bisschen was Rice-Pudding-mäßiges. Das erste, was ich noch gefunden habe, Freunde. Vielleicht gibt es später noch einen kleinen Brownie, den hat er sich auch noch vorm Training gegönnt. Freunde, wenn die Kappe gewechselt wird, wisst ihr Bescheid. Dann ist der Trainingsmodus on, das Monster Energy wird gekippt. Also, jetzt folgen ein paar coole Trainingsclips. Let's go, Leg Day. Stop, stop. Junge, da geht noch was, komm. Scheiße, Mann. Holy shit, Leute. Wir haben uns jetzt wirklich definitiv ein entspanntes Post-Workout-Meal verdient. Und zwar, was gibt es? Der liebe Urs, Freunde, gönnt sich mal wieder einen Protein-Shake. Insgesamt 7 Mahlzeiten an einem Tag, Freunde. Also wir haben wirklich noch schön was vor uns. Auf jeden Fall 50 Gramm Eiweißpulver. Ich verwende hier No Way Pro, Freunde. Wisst Bescheid mit Code Manuel, besten Rabatt. Urs gönnt sich zwar wieder die selbstgemachten Brownies, Freunde. Ich hau mir die fertigen rein. Ich habe jetzt da so fertige Brownies wie vorhin. Und das ist das Post-Workout-Meal. Boah, göttlich. Direkt noch einen. Oh, Leute, ich sag's euch. Heilige Scheiße. Wir haben's, ich glaube, 18.15 Uhr. Ich habe noch 4 Meals offen, Freunde. Gerade nämlich für euch noch ein Reel geschnitten. Das habe ich auf Insta schon hochgeladen, Freunde. Das heißt, an alle da draußen, folgt mir auf Instagram, Freunde. Und an alle, die neu dabei sind, folgt dem YouTube-Kanal. Das, Freunde, was ihr hier seht, ist die sogenannte nächste Mahlzeit, beziehungsweise die nächsten 3 Mahlzeiten. Weil Urs teilt das, was hier jetzt alles gerade gekocht wird, auf 3 Mahlzeiten, wie gesagt, aus. Und zwar 100 Gramm Reis pro Mahlzeit, 150 Gramm Gemüse pro Mahlzeit und 200 Gramm Chicken pro Mahlzeit. So sieht das Ganze jetzt aus. Wie gesagt, eigentlich 3 Mahlzeiten. Ich habe mir das jetzt einfach nur auf 2 größere aufgeteilt, weil es wir schon etwas später haben, Freunde, und ich nicht allzu spät, ja, essen will, mehr oder weniger. Deswegen 2 Mahlzeiten, Freunde. Die eine wird jetzt vernascht. Und zwar auch mit einer Sache, die habe ich noch nie wirklich, ich schwöre es euch. Das hört sich jetzt vielleicht für viele komisch an. Schreibt mir da gerne einen Kommentar. Verwendet ihr viel bzw. oft Sriracha-Soße? Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie die schmeckt, Freunde. Also gleich mal Geschmackstest. Wir probieren das Ganze jetzt hier live. Ich hoffe, das ist nicht allzu scharf, Leute. Heilige Scheiße, riecht das geil. Wir probieren das jetzt mal. Ist zwar etwas scharf, aber holy shit, Leute. Werde ich jetzt öfters essen. Geil, Mann. Das Meal lassen wir uns jetzt schmecken. Das andere Meal gibt es dann etwas später. Und ja, so schaut's aus. Ja, Freunde, ihr seht richtig. Ich sitze vielleicht eine Stunde später vor dem restlichen Meal beziehungsweise vor den restlichen 2 Mahlzeiten, die ich in einer hier getan habe, mehr oder weniger. Ja, aber ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe Hunger bekommen. Ich habe nach einer Stunde anscheinend dieses Essen so schnell verdaut und schon direkt wieder Hunger.
und ich habe so Bock auf diese Sriracha-Soße. Heilige Scheiße, wird direkt mal Sonderzuschlag reingetan, Freunde. Und jetzt reingehauen. So, meine Lieben, wir sind in einer fremden Küche, aber ich schere mich nicht, meine letzte Mahlzeit zu machen. Papst. Jo. Ich gönne mir auf jeden Fall jetzt, wie gesagt, die letzte Mahlzeit. Eine Rippe. Bitte Schokolade, Freunde, gibt es da, also so ein kleines Stückchen. Gönnt sich da der liebe Urs als letzte Mahlzeit. Plus, Freunde, 200 Gramm Ski habe ich da drinnen. Und ich glaube 100 Gramm Körniger Frischkäse war das. Eiweißpulver und dann noch einmal 10 oder wie viel Gramm waren das, Digga? Ich bin so vergessig, Alter. Ich glaube, es waren 10 Gramm Mandelmus, Freunde. Das habe ich da jetzt drinnen. Mhm. Von 1 bis 10? 8. Knappe 3. Nee, ich find's eine 8. Schokolade, Schokolade, oder? Boah, haben wir jetzt noch die ganze Tafel rein. Und das ist auch eigentlich schon das letzte Meal. Easy verdrückt, 4.500 Kalorien. Holy shit, Leute, bin ich K.O. Ich bin jetzt gerade zu Hause angekommen, hab noch auf jeden Fall auch einen entspannten Abend. Und ich muss sagen, es war wirklich mal interessant, auch wieder, ja, was anderes auszuprobieren. Mehr oder weniger die Aufbauernährung, beziehungsweise die Aufbauernährung von einem wirklichen Profi-Bodybuilder, der auch dieses Jahr wieder bei der Olympia dabei sein wird. Und ich bin sehr, sehr gespannt und sehr, sehr hyped auch irgendwie. Also ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall hat es einfach Spaß gemacht, Freunde, Neues auszuprobieren. Und ich hoffe auch an der Stelle, ich konnte euch cool durch den ganzen Tag mitnehmen. Wenn ja, Freunde, dann lasst mir gerne einen Kommentar da, dass es euch gefallen hat, dass ihr vielleicht irgendwie ja, öfter sowas sehen wollt. Könnt mir auch gerne irgendwie, sage ich jetzt mal, Beispiele in die Kommentare schreiben, von wem ich die Ernährung sozusagen nachmachen soll. Würde mich interessieren. Und natürlich, Freunde, das Video liken, würde mich auch extrem freuen. Und sonst Kanal abonnieren nicht vergessen, Instagram auschecken nicht vergessen und natürlich die Glocke aktivieren, weil wir sehen uns bald wieder im nächsten Video, Leute. Ich habe euch lieb, danke für euren Support und vergesst nicht, bei 100.000 Abonnenten gibt es was Geistesgestörtes, das heißt abonnieren. Bis zum nächsten Mal, peace out. Jo Leute, danke fürs Zuschauen. Ihr seht, richtig viele, die die Videos schauen, haben noch nicht abonniert. Ich stecke richtig viel Arbeit in die Videos, deswegen würde ich mich mega freuen, wenn ihr kostenlos abonnieren könntet. Bis zum nächsten Mal.